Hallo, hier ist Atlantis. Heute zeige ich euch meine neue Ameisenkolonie. Wenn ihr erfahren wollt, was das für eine Art ist, bleibt dran. Hallo, und hier ist schon meine neue Ameisenkolonie. Und diese Ameisenart ist sehr weit verbreitet unter den Halder. Und zwar, es handelt sich hier um eine Camponotus nigrobarensis Kolonie. Diese Ameisenart wollte ich schon immer haben. Ich habe diese Ameisenkolonie circa vor 3 Wochen bekommen. Die Ameisen haben sich sehr gut entwickelt. Ich habe die bekommen mit circa 10 Arbeiterinnen und ein paar Eier. Und mittlerweile sind schon Larven vorhanden. Die entwickeln sich prächtig. Die Ameisenkönigin ist sehr ruhig. Diese Art ist sehr aktiv und es macht viel Spaß, diese Ameisen zu beobachten. Ich zeige euch jetzt ein paar Nahaufnahmen, da könnt ihr jetzt selbst sehen, wie es der Kolonie geht. Ja, zu meinen exotischen Arten, das ist jetzt meine zweite exotische Art. Wie ihr schon gesehen habt, ich habe eine Camponotus parius Kolonie und jetzt eine Camponotus nigrobarensis. Ich habe mich für diese Ameisenart entschieden, weil sie sehr interessant ist, ein schnelles Koloniewachstum hat und eine schöne Färbung noch dazu. Die Camponotus nigrobarensis sind etwas kleiner wie die Camponotus parius, daher vermute ich den schnelleren Koloniewachstum. Was Parameter angeht, halte ich alle beiden Arten genau gleich, und zwar bei 65% Luftfeuchtigkeit und so zwischen 24 und 27 Grad Celsius. Der Temperaturunterschied kommt daher, dass ich versuche, mit den 24 Grad die Nacht zu simulieren und mit den 27 Grad Celsius versuche ich den Tag zu simulieren. Die Boxen, die ihr hier jetzt im Video gesehen habt, die baue ich alleine. Dazu habe ich noch ein Video gemacht. Da könnt ihr nachher nochmal reinschauen. Das sind meine Aufzuchtboxen. Diese Box, die ihr jetzt in diesem Video zu sehen ist, die hat jetzt keinen Gipsboden. Normalerweise tue ich da noch einen Gipsboden rein oder halt einen anderen Substrat. Heute habe ich meine Camponotus nigrobarensis Heimchen gegeben, aber meine Ameisenkolonie kriegen nicht immer das gleiche. Ich sorge für Abwechslung, Schokoschaben, Mehlwürmer, Heimchen. In der kleinen Ameisenkolonie verfüttere ich diese Makroheimchen, so dass die Ameisen auch diese ins Nest reinziehen können. Bei größeren Heimchen wäre das jetzt nicht möglich. Und ja, ansonsten, wenn ich Mehlwürmer verfüttere oder Schokoschaben, versuche ich so klein wie möglich zu zerschneiden. Und für die Kohlenhydrate natürlich das Zuckerwasser oder Honigwasser. Es gibt da auch selbstgemachte Jellies. Da bin ich gerade am Versuchen bzw. ein bisschen experimentieren. Mal gucken, was da draus wird. Wenn das was wird, mache ich eventuell noch ein Video draus. Wenn ihr Erfahrungen habt mit selbstgemachten Jellies, schreibt es mir unten in den Kommentaren. Das würde mich sehr interessieren. Und jetzt nochmal zurück zu der Camponotus nigrobarensis. Man kann jetzt hier die Larven sehen, wie die sich schon entwickelt haben. Und ich hoffe, dass ich in einigen Wochen auch neue Arbeiterinnen dazu bekomme. Das wäre natürlich super. Im Großen und Ganzen geht es der Kolonie sehr gut. Die Ameisen fressen schön. Und das sieht man auch natürlich am Gas da hinten. Der ist schön groß. Das heißt, die Nahrungsaufnahme passt. Die fühlen sich auch wohl. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Abonniert meinen Kanal und hinterlasst ein Like. Bis dann, ciao.